Willst du mich komplett veräppeln? Das wird überhaupt nicht gut enden. Ohne Mist, das ist doch nicht mehr lustig. Viele Golems und ein Dorfbewohner. Ein ganz normales Dorf. Es fällt eine Atombombe aufs Dorf. Hallöchen und willkommen zur besten Mod aller Zeiten. Mit mir, der gelben Tomate, dem Copper. Wir sind heute im Dorf und schauen uns komplett die neue Lucky TNT Mod an. Tint. Ich liebe Tint. Endlich ist sie da. Eine Mod mit derzeit 130 verschiedenen explosiven Sachen. Kleine Spielereien, die nicht so viel kaputt machen, aber auch größere Explosionen, die alles zerstören. Naturkatastrophen, Atombomben, Vulkan oder Städte, die mit einem TNT entstehen. Einiges zum Trollen, danach werden eure Freunde weinen. Die beste TNT-Mod, die es je gegeben hat. Wir haben eine Mission, wir sind im Dorf, dort müssen wir jedes TNT nacheinander zünden und mal schauen, ob die Dorfbewohner das überleben. Die Dorfbewohner mögen mich eh nicht. Ich sollte denen ein Smaragd für ein Holzschwert geben. Ein Holzschwert? Ich bin doch nicht bescheuert. Bevor es losgeht, die Entwickler sind in den Kommentaren unterwegs. Wenn ihr während des Videos Ideen für neue TNTs habt, dann schreibt einen Kommentar. Als erstes schauen wir uns die einfachen TNTs an, dann die Gott-TNTs, dann die Weltuntergang-TNTs und am Ende alle Dynamitstangen zum Werfen. Das Video wird etwas länger. Schnappt euch einen Keks oder einen Apfel oder einen Apfel, der nach Keks schmeckt. Los geht's! Kategorie 1. TNTs, die immer stärker werden. Als erstes haben wir das normale TNT. Das ist langweilig. Das N in diesem TNT steht für das kann nix. Billig seine Mutter. Da gähnt jeder Dorfbewohner. Das fünffache TNT ist etwas gefährlicher, aber auch damit können die Dorfbewohner leben. Das ist Kindergarten. Dann 20-faches, ganz in grün, so stark wie 20 mal normales TNT. Häuser bleiben heil, aber eine Druckwelle vernichtet viele Dorfbewohner. Das bekommt von mir eine glatte 4-. Das geht noch härter. Wie wäre es mit 100-faches TNT in orange? Da sehe ich für die Dorfbewohner rot, dass die Dorfbewohner nicht aus dem Dorf rennen. Sind die blöd? Junge, 100 mal so stark wie normales TNT. Da gibt's nichts mehr zu feiern. Ich feiere das. Als nächstes das 500-fache. Im farbenfrohen Schwarz. Schwarz wie unsere Seele. Wenn es explodiert, dann ist einfach alles, wirklich alles weg. Nix bleibt mehr stehen. Jede Kartoffel wird aus dem Boden gesprengt. Das auf der Base eures Freundes. Da müsst ihr aufpassen, dass eure Base nicht mit in die Luft gejagt wird. Krass. Machen 500 Tins so viel Schaden? Nur wer bescheuert ist, würde 500 normale TNTs aufbauen. Ich habe 500 normale TNTs aufgebaut. Ab geht's. Die Party kann beginnen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Oha. Kurz gewartet. Okay, viele TNTs sind in der Luft explodiert, aber trotzdem echt cool. Es gibt sogar das 2000-fache TNT. Dorfbewohner, haltet euch fest, das wird richtig krass. Halt, du kleine fette Schildkröte, das ist ein Gott-TNT. Dazu kommen wir noch. Weiter geht's. Nuklear. Das riecht nach Zerstörung. Sollte das explodieren, dann entsteht eine grüne Suppe. Es geht nicht so viel kaputt, aber alles ist verseucht, man wird vergiftet. Die Säure bohrt sich durch den Boden. Allerdings, ich habe es getestet, Grundstein geht nicht kaputt. Die Entwickler haben dran gedacht, das gibt ein gelbes Gummibärchen ins Hausaufgabenheft. Junge, das sieht so aus, als hätte jemand aufs Dorf gekommen. Selbst Blätter gehen in der Nähe kaputt. Richtig ätzend. Apropos ätzend, wie komme ich jetzt aufs Daumen nach oben geben? Das ist eine sehr schlechte Überleitung. Als nächstes Digging mit dem Bohrer. Sollte das explodieren, dann entsteht ein 1x1-Loch bis zum Grundstein. Da fällt man nur einmal runter, dann ist man tot. Wenn ihr einen Aufzug bauen wollt oder jemandem eine Falle stellt, dann ist das perfekt. Bitte was? Nein, Dorfbewohner sind Freunde. Niemals würde ich einen kleinen Dorfbewohner in das Loch werfen. Auf gar keinen Fall. Viel Spaß, mein Freund. Zum Abschied sage ich leise Trilling, noch ein Bohrer. Das sollte man nicht verwechseln. Wenn das explodiert, dann
entsteht ein viel größeres Loch. LOL! Der arme Dorfbewohner. Dorfbewohner können fliegen. Wie cool ist das denn? Auch das TNT bohrt sich bis zum Grundstein. Damit hat das Dorf einen Keller. Ich will den Dorfbewohner doch nur eine Freude machen. Nachdem wir das Dorf mehrfach zerstört haben, kommen wir zu den Haus-TNTs. Es wird nicht langweilig. Holzhaus-TNT. Damit entsteht natürlich richtig ein Steinhaus. Nein. Damit entsteht ein kleines Holzhaus. Gehen direkt rein. Wir haben roten Teppich, Werkbank, Ofen und Truhe. Aber die Truhe ist leer. Kein Essen? Okay, das Haus sollte man wegsprengen. Dann Bruchsteinhaus TNT. Damit entsteht das gleiche, nur aus Bruchstein. Und das Ziegelhaus TNT. Wenn das explodiert, dann entsteht ein Ziegelhaus. Viele von den TNTs kennt man, aber zu den neuen kommen wir noch. Und eure kommen bald dazu. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das Dorf ist zu hügelig. So viele Stufen. Oder was ist mit Rollstuhlfahrern? Die Dorfbewohner müssen doch mal mitdenken. Glücklicherweise haben wir das Flat TNT. Sollten wir dies zünden, dann wird alles flachgelegt. Diese Riesenfläche. Das ist perfekt. Ich würde niemals meinen Freunden die Ernte klauen. Oh mein Gott. Loot. Da liegen noch Items auf dem Boden. Wie macht der Zug? Loot, Loot. Damit kann man die Base seines Freundes mit einem Klick den Boden gleich machen. Dann Mining Flat. Sollten wir das zünden, dann passiert Ähnliches, aber nur mit Fackeln. Das ist perfekt für Höhlen, um Erze zu finden. Wie oft haben wir jetzt schon das Dorf zerstört? Hat jemand mitgezählt? Junge, was man alles darauf bauen könnte. Darauf könnte man ein Dorf bauen. Kommen wir zu zwei ganz neuen TNTs. Auch die haben wir schon in einem anderen Video gesehen. Die gab es vorher nicht mit der Too Much TNT Mod. Walking TNT. Sollten wir das zünden, dann läuft es weg. Es haut ab, man kann nicht berechnen, wohin es geht. Und irgendwann explodiert es. Ein Spaß für die ganze Familie. Zumindest einmal. Nur Verrückte würden davon viele zünden. Oh mein Gott, sie laufen alle rum. Schaut euch das an. Wie Ratten rasen sie durch die Gegend. Das ist echt bitter. Ich glaube, das könnte gefährlich werden. Als nächstes attackierendes TNT. Das hatten wir auch gesehen. Sollten wir es zünden, dann rennt es hinter uns her und greift uns an. TNT, welches hinter einem herläuft, perfekt, um abzunehmen. Wieso helfen uns die Dorfbewohner nicht? Ich verstehe das nicht. Was haben wir denn gemacht? Ich dachte, wir sind Freunde. Och, Mano. Man sollte deren Dorf wegsprengen. So sieht's aus. Bevor es weitergeht, Crafting-Rezepte würde ich euch gerne zeigen, aber das dauert zu lang. Aber eine Mod, mit der ihr die ganz einfach anzeigen könnt, werde ich in der Beschreibung verlinken. Habt ihr was zu feiern? Wie wäre es mit Firework? Ich glaube, ich sollte das Video beenden. Sandfeuerwerk? Wenn wir das zünden, dann fliegen ganz viele Sandblöcke vom Himmel. Das ist richtig übel. Man braucht eine halbe Ewigkeit, um den Sand wegzuräumen. Nein, das ist kein Troll. Damit können die Dorfbewohner eine Sandburg bauen. Vielleicht sogar zwei. Oder wie wäre es mit Kiesfeuerwerk? Farbenfroh in Grau. Sollten wir das zünden, dann haben wir das gleiche, nur mit Kies. Kies auf dem Kopf, das könnte richtig wehtun. Das ist so nervig, das wegzuräumen. Richtig gemein. Leute, es wird immer besser. Als nächstes das TNT-Feuerwerk. Jetzt wird's gefährlich. Direkt gezündet. Kurz warten. Oh mein Gott. Da geht die Sonne auf. Richtig viel TNT fliegt vom Himmel. Alter. Oh nein. Es ist ein Tag zum Feiern. Zumindest für uns. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Das war keine gute Idee. Alter. Alter. What? Da haben die Dorfbewohner gar nichts mehr zu lachen. Ich verstehe das nicht. Wieso freuen sich die Dorfbewohner nicht über unser Feuerwerk? Ach ja, ich habe so einen Spaß. Was haben wir denn gemacht? Nichts haben wir gemacht. Die haben angefangen. Ich hasse Dorfbewohner. Solltet ihr eure Freunde damit ärgern? Die TNTs explodieren nicht im friedlichen Modus. Da wird es aber bald ein Update geben. Nachdem wir uns einige Freunde gemacht haben, das Nacht-TNT. So schön. Man sieht Sterne. Dorfbewohner sehen auch gleich Sterne, wenn ich denen eine auf die Nase haue. Sollten wir das zünden, damit wird es lediglich dunkel. Ziemlich unterbewertet. Sollte euer Freund draußen rumlaufen, einfach den Tag zur Nacht machen. Das Tag-TNT, das Gegenstück. Eigentlich soll die Nacht zum Tag werden, aber das geht nicht. Bei mir wird es zum fünffachen TNT. Dafür bekommen die Modder nachher einen auf den Deckel. Was passiert, wenn wir eigentlich alles auf einmal zünden?
gründen. Ich glaube, nur Idioten würden das ausprobieren. Ich will das ausprobieren. An dieser Stelle muss ich sagen, dass das die dümmste Idee meines Lebens war. Wie das ausgeht, das schauen wir uns am Ende an. Weiter geht's mit dem Easter Egg TNT. Osterei TNT. Auch das gab es mit der Too Much TNT Mod. Sollten wir das zünden, es entstehen Kürbisse und Melonen. Das ganze Dorf wird davon satt, sofern Bewohner überlebt haben. Ostern, wer kennt es nicht? Da, wo der Osterhase Melonen und Kürbisse versteckt. Dann Kürbis-TNT. Kann ich das essen? Lieber nicht. Auch das werden wir zünden. Dann wird es dunkel und wenige Kürbisse entstehen. Lol, was ist das denn hier? Guckt euch das an. Süßes, sonst gibt's Saures. Es entstehen sogar Körbe mit Süßigkeiten. Daraus können wir Bonbons klauen. Ich glaube, die gehören den kleinen Dorfbewohnern. Nein, niemals würde ich kleinen Dorfbewohnern Bonbons klauen. Haha, die werde ich alle einstecken. Mir doch egal. Lecker. Sollten wir die alle vernichten, dann bekommen wir Effekte. Was lernen wir draus? Bonbons sind gesund und man wird dadurch besser? Ich glaube, das entspricht nicht der Realität. Wie schnell wir die in uns reindrücken. Wir sind eine richtige Maschine. Eine Süßigkeiten-Vernichtungsmaschine. Das gibt garantiert Zahnschmerzen. Dann das nukleare Abfall-TNT. Nicht so besonders. Wenn das explodiert, dann entsteht ätzend grünes Zeug. Nicht so groß, aber das Dorf wird unbewohnbar. Lol, wie sich die Dorfbewohner freuen. Sie tanzen, wie schön. Es geht direkt weiter. Als nächstes haben wir das Ender-TNT. Ihr wollt ein Dorf für euch alleine? Gar kein Problem. Mit dem Ender-TNT können wir jeden Mob wegschießen. Wenn euch irgendwer nervt, mit einem Klick fliegt er weg. Das ist so gut. Das ist so witzig. Zombie-Apokalypse. Die hat noch gefehlt. Sollten wir das zünden, dann entstehen richtig viele Zombies. Eine richtige Apokalypse. Die armen Dorfbewohner. Schnell, lauf. Oh Gott, das wollte ich nicht. Irgendwie tun die mir leid. Ihr könnt doch nicht den Dorfbewohner verprügeln. Was ist falsch mit euch? Die Jugend von heute. Früher hätte man wenigstens einen Stock zum Verprügeln genommen. Zünden wir ganz viele. Was soll schon passieren? Ein riesen Flashmob. Alter, what the hell? Was zum Teufel? Ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Mein Computer hängt komplett. Das war's. Ich glaube, ich kann meinen Rechner wegschmeißen. Wie viele das sind? Das sind mindestens 10. Wir können nichts machen. Ich glaube, ich kann nur die Welt wegwerfen. Hey, kleiner Dorfbewohner. Möchtest du ein Haustier haben? Ja, kein Problem. Ich habe da was für dich. Dann Animal TNT. Das Tier TNT. Das verdient den Namen nicht. Sollte es explodieren, dann entsteht alles, was es in Minecraft gibt. Das ist wie, als hätte man ein Eis mit allen Sorten bestellt. Auch die, die man gar nicht mag. Zum Beispiel Nuss. Wirklich alle möglichen Mobs, sogar Giants. Es ist aber nicht immer dasselbe, was da rauskommt. Die Dorfbewohner tun mir irgendwie leid. Als nächstes Nerv-TNT. Hier entstehen Mobs, die ganz laut singen. Allerdings kann ich das nicht einblenden, weil das Video sonst gesperrt wird. Dieses TNT gibt es, soweit ich weiß, nicht mehr in der Mod. Das Angry Miners-TNT. Es wird immer besser. Sollten wir das zünden, dann bekommen wir Besuch. Mobs mit Dynamitstangen tauchen auf, die uns damit abwerfen wollen. Sowas in der Base eures Freundes. Ich glaube, ich will nie mehr wieder vom Dach runterkommen. Hey, können wir nicht einfach Freunde sein? Wieso immer Explosion? Sehe ich so aus, als würde ich andere mit Explosionen verletzen? Habe ich sowas schon mal getan? Dann Withering TNT. Auch ganz neu. Sollten wir das zünden, dann entsteht sehr viel Seelensand und man bekommt den Wither-Effekt. Damit kann man die Base seines Freundes ruinieren. Moment. Was machen die denn da? Wie schön. Alles ist kaputt, aber die Liebe hält für immer. Wie schön. Was? Wie, ihr mögt euch nicht mehr? Nur weil ich dazwischen gekommen bin? Dann als nächstes Gravity. Richtig witzig. Hier fliegen leider nur Tiere in die Luft. Keine Monster, keine Mitspieler. Aber vielleicht gibt es bald ein Update. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist tot.
Rot. Weiter geht's mit Temperaturen von kalt bis heiß. Als erstes Freeze. Wenn das explodiert, dann entsteht Eis. Loot! Hier liegen ganz viele Sachen. Die Ernte ist hinüber. Moment, meine Kartoffeln. Alter, diese Dorfbewohner. Was ist denn falsch mit denen? Nach Eis kommt Schnee. Das Schnee-TNT. Sollte das explodieren, dann entsteht richtig viel Schnee. Oh yeah. Damit kann man eine riesen Schneeballschlacht machen. Wie, ich bin gelber Schnee. Was soll das denn heißen? Wenn es wärmer wird, dann schmilzt der Schnee. Und wir haben Ocean-TNT. Ich hoffe, die Dorfbewohner haben das Seepferdchen. Wenn das explodiert, dann entsteht richtig viel Wasser. Eine kleine Pfütze. Es ist doch nur Wasser. Die Dorfbewohner sollen sich mal nicht so anstellen. Oh mein Gott, ist das Atlantis? Die versunkene Stadt. Nur haben wir keine Stadt mehr. Kein Thema. Mit dem Vaporize können wir Wasser entfernen. Auch das kennen wir bereits. Ich will einfach mal alle durchgehen. Langsam wird es wärmer. Das Wasser verdunstet. Feuer-TNT. Wieso müssen wir das Feuer-TNT mit einem Feuerzeug zünden? Müsste das sich nicht von selbst zünden? Herr Dorfbewohner, ich würde da weggehen. Was machst du denn da? Hier sollten wir eigentlich sicher sein. Oh Gott, das ist gar nicht übertrieben. Was? Schnell, Dorfbewohner, rettet euch. Stellt euch übereinander. Macht eine Räuberleiter. Oh nein, die armen Dorfbewohner. Hä? Wieso rennen die nicht ins Wasser? Wie doof sind die eigentlich? Ganz ehrlich, ihr habt es auch nicht anders verdient. Als nächstes haben wir das Lava-Tint. Auch das darf nicht fehlen. Es wird immer heißer, wenn das Haus eures Freundes brennt. Einfach das Feuer mit Lava löschen. Easy. Höllenfeuer. Es wird noch heißer. Videos, wo ich dabei bin, heißer kann es nicht werden. Hier, bam, volles Programm. Das ganze Dorf ist weg. Sogar Gas spawnen. Außerhalb vom Nether. Der Nether kommt in die normale Welt. Als nächstes das Pfeile TNT. Wenn wir das zünden, dann entstehen viele Pfeile. Eigentlich wird ein unsichtbarer Creeper in die Luft gejagt und die Pfeile sind nur Deko, aber die Entwickler haben gesagt, dass ich das nicht verraten darf. Deshalb habt ihr Pech gehabt. Spiralen-TNT, das ist der Hit. TNT fliegt in die Höhe und verteilt sich schräg in der Luft. Ich liebe diese Animation. Dorfbewohner, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich glaube, die sehen danach gar nichts mehr. Oh oh, was haben wir angestellt? Was zum Teufel? Das wird überhaupt nicht gut enden. Oh Gott, Junge. Okay, das ist nicht mehr witzig. Hat jemand mitgezählt, wie viele Dorfbewohner in dem Video gestorben sind? Keine Zeit verlieren. Als nächstes Timer-TNT. Das zündet nach ungefähr 30 Sekunden. Wollen die Dorfbewohner nicht eine Mutprobe machen? Wer am längsten beim TNT bleibt, bekommt ein Smaragd. Oh, die Dorfbewohner sind so langweilig. Das Smoke-TNT ist ganz neu. Und ja, wir haben einen Staubsauger. So gut, wir können Partikel einstellen mit deren Größe. Sollten wir es zünden, dann wird alles bunt. Man sieht einfach gar nichts mehr. Wehe, jemand schreibt, das Video ist besser, weil man mich nicht mehr sieht. Ich warne euch. Nein. Mit dem Staubsauger kann man die Partikel eigentlich wegsaugen, aber irgendwie geht das nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür. Ah, ich sehe nichts mehr. Es ist so laut. Trolltipp, der Staubsauger ist so laut. Alleine damit kann man seine Freunde nerven. Als nächstes haben wir Troll-TNT. Sieht genauso aus wie normales. Das müsst ihr vor der Base eures Freundes bauen. Wenn wir es abbauen, entstehen 5 neue. Jedes Mal, wenn wir draufschlagen. Das ist richtig übel. Wie verrückt ist das denn bitte? Boah, wie viele man davon wohl generieren kann. Das ist echt viel. Wenn man den Haufen explodieren würde. Welcher Verrückte würde diese TNTs anzünden? Ich will die anzünden. Ach du heilig, inverted? Gab's das vorher schon? Sollten wir das zünden, dann wird alles aus der Erde gedrückt. Und unser Dorf ist einfach komplett weg. Das ist echt gemein. Ich glaube, da hat kein Dorfbewohner überlebt. Zu den richtig krassen Sachen kommen wir noch. Als nächstes Static-TNT. Moment. Wer zum Teufel hat da ein Popel dran geklebt? Mein Respekt. Das hängt überall. Sollten wir es zünden, fällt es nicht ab. Ziemlich nützlich. Weiter geht's mit Say Goodbye. Ich will aber nicht Tschüss sagen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann explodiert es bei dem Spieler, der es zündet. Man kann nicht fliehen. Das ist richtig gemein. Wie fies wäre es, wenn das bei Freunden ebenfalls explodiert? Das wäre der absolute Hammer. Dann Wolle, ganz in bunt. Wenn wir es zünden, werden alle Blöcke zu Wolle. Das sieht doch gemütlich aus. Wasser wird blau, Sand gelb und Gras grün. Die Idee ist einfach fantastisch.
wir sind noch immer am Anfang. Ich würde sagen, die nächsten gehen wir etwas schneller durch. Irgendwann haben die Dorfbewohner keine Lust mehr auf uns. Chemical, TNT, wenn wir das zünden, dann bohrt es sich nach unten bis zum Grundstein. Wie oft wir jetzt schon das Dorf vernichtet haben. Nächstes Level, Reaction TNT. Das ist quasi das gleiche wie Chemical, aber so gut. Guckt euch das hier an. Es ist etwas breiter und hat noch mehr Löcher. Echt cool. Wir haben richtige kleine Höhlen, wo man eine Base bauen kann. Was macht das fliegende Insel TNT? Oh mein Gott, das fliegende Insel TNT hat eine fliegende Insel generiert? Wie cool ist das denn? Wer hätte das gedacht? Alle Blöcke und Häuser wurden kopiert. Ich habe es getestet. Leider kann man damit Diamanten, Gold und Kohleblöcke klonen. Wirklich alles wird kopiert. Vielleicht wird das mit einem Update geändert, weil das wäre viel zu OP. Dann Groove TNT. Sollten wir das zünden, dann entsteht ein Wald. Ein bisschen Natur für unsere Freunde. Das ist doch schön. Die sollen sich mal nicht beschweren. Direkt Natur vor dem Haus. Das hätte ich auch gerne. Wenn wir ganz viele davon zünden, dann entsteht ein Wald auf dem Wald. Auf dem Wald, auf dem Wald. Da kann man bestimmt eine coole Base draus bauen. Ein Baumhaus oder wie Mowgli auf den Bäumen leben. Dann Shatterproof Tint, ganz in schwarz. Sollten wir das zünden, dann entsteht Obsidian. Das ist perfekt. Ganz viel davon auf seiner Base zünden und man hat die sicherste Base der Welt. So sicher, dass man selbst nicht mehr reinkommt. Ich bin halt schlau. Ha, nice. Dann Spheres. Sollte das explodieren, dann entsteht ein rundes Loch in der Erde. Hier könnte man eine tolle Höhlenbase draus basteln. Eine Kugel unter der Erde. Weiter geht's mit Cubic. Das ist Kindergarten. Direkt gezündet. Kurz gewartet. Es entsteht ein kleines Würfelloch. Oha, Herr Dorfbewohner. Mutig, mutig. Ohne Knieschoner wäre ich da nicht runtergesprungen. Also ich hätte mir safe den Knöchel gebrochen. Aber der kommt da nicht mehr raus. Oh Gott, wie doof bist du eigentlich? Moment. Cluster TNT. Das müsst ihr ausprobieren. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es kommt von oben Geschosse, die gezielt auf Mobs fliegen. Wie awesome ist das denn bitte? Zumindest sieht es danach aus, oder? Oder täusche ich mich? Hier, damit können wir das ganze Dorf auslöschen. Floating TNT. Wenn ich das zünde, dann entsteht nur ein Fünffaches. Eigentlich sollte es in die Luft steigen, aber da gibt es sicherlich bald ein Update. Als nächstes haben wir die vier Wetter-TNTs. Tja, liebe Dorfbewohner, es ist Zeit für den Wetterbericht mit Lecopa. Blitz-TNT. Sollten wir das zünden, dann entstehen Blitze. Ich glaube, ich hatte schon mal bessere Ideen. Irgendwie sehe ich die Blitze nicht. Vielleicht wird das bald behoben. Als nächstes Meteor. Damit können wir einen Meteoriten rufen, der vom Himmel auf das Dorf fliegt. Alter! Junge! Schaut euch das an. Das ganze Dorf ist betroffen. Es ist komplett weg. Kein Dorfbewohner, kein Haus ist stehen geblieben. Und das ist noch harmlos. Mit dem Meteoritenregen wird es noch härter. Wenn das explodiert, dann fliegen kleine Meteoritenstückchen vom Himmel. Auch damit können wir das ganze Dorf vernichten. Oha, oha. Junge, Alter, was zum Teufel? Guckt euch das an, das ist gar nicht übertrieben. Es hört einfach gar nicht mehr auf. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ich feiere das. Was stehen die sich so an? Das sind Sternschnuppen. Ihr könnt euch was wünschen. Wie, die wünschen sich, dass ich das Video beenden soll? Ich will aber das Video nicht beenden. Alles brennt. Es ist Brandenburg. Ich nehme zu lang auf. Weiter geht's mit Erupting. Das sieht so cool aus, ist aber langweilig. TNT wird in die Luft geschossen und es landet auf dem Dorf. Wie oft haben wir eigentlich schon das Dorf zerstört? Ich weiß es nicht. So viel zum Wetterbericht. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Kommen wir zu den Gott-TNTs. Das wird so abgehen. Das 2000-fache TNT. Natürlich in Gelb. Nur die stärksten Sachen sind gelb. Sollten wir das zünden, dann haben wir Zeit wegzulaufen. Wir müssen kurz warten. Oh Gott, das ist gar nicht übertrieben. Kein Vergleich zum 500-fachen. Hier ist alles weg. Hexagon TNT. Echt böse. Damit können wir einen kompletten Chunk auslöschen. Und lol, Junge, wir haben die Dorfbewohner gefangen. Ich werde die erst freilassen, wenn die mir einen Daumen nach oben gegeben haben. Haben Dorfbewohner überhaupt Daumen? What? Dance TNT. Sollten
sollten wir das zünden, dann wird nicht so viel passieren. Doch was ist das? TNT vermehrt sich automatisch. Es entstehen immer wieder neue. Eine komplette Kettenreaktion. Das müsste man in der Base eines Freundes zünden. Oh, guck mal. Eine kleine Dorfbewohnerfamilie. Wie schön. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Leben. Als nächstes eine Atombombe. Sollten wir das zünden? Kurz gewartet. Es fällt eine Atombombe aufs Dorf. Es entsteht sogar ein Atompilz. Oh Junge, ich glaube, das war ein Fehler. Das war ein Riesenfehler. Alles, wirklich alles ist verseucht. Schaut euch diesen Radius an. Es geht nicht viel kaputt, aber die Säure wird verteilt. Das nächste God-TNT Revolution. Das gab es vorher schon, ist aber viel besser. Das geht richtig ab. Ganz viele Spiralen-TNTs werden erzeugt und diese fliegen durch die Gegend. Da haben die Dorfbewohner gar nichts mehr zu lachen. Dann der ultimative Meteorit. Als wäre es nicht genug. Guckt euch das an. Ein riesen Meteorit fällt vom Himmel. Meteoritensplitter werden abgestoßen. Diese werden alles in Flammen setzen. Ich glaube, die Flammen sind noch das geringste Problem. Boah, das ist unfassbar. Guckt euch an, wie viel das kaputt gemacht hat. Das macht Laune. Dann Vulkan-TNT. Ganz ehrlich, was bauen die Dorfbewohner auch ein Dorf direkt neben einem Vulkan? Sind die wahnsinnig? TNT fliegt vulkanartig in den Himmel und landet auf dem Dorf. Hat irgendwer mitgezählt, wie oft das Dorf kaputt gegangen ist? Lifehack, wenn keiner mehr da ist, kann mich keiner verpetzen. Ha, dann Mountaintop Removal. Direkt gezündet. Oh mein Gott, wir müssen über die Wolken, damit wir die Zerstörung sehen. Ohne Mist, das ist doch nicht mehr lustig. Ich find's witzig. Das ist gar nicht übertrieben. Das zerstört die Welt und Freundschaften. Hyper TNT. Sollten wir das zünden, dann entstehen noch mehr Bäume. Große Bäume werden gesetzt. Ein großer Wald mit allen Baumsorten. Dann Pillager Outpost TNT. Wisst ihr, wir waren so gemein zu den Dorfbewohnern. Wie wäre es mit ein paar Freunden? Hier, ist das nicht schön? Das ist super. Jetzt sind die nicht mehr so alleine. Ich verstehe das nicht. Wieso bedanken sich die Dorfbewohner nicht? Dann Mankind TNT. Das Haus TNT ist Kindergarten. Sollte das explodieren, dann entsteht eine Villa. Das passt doch wunderbar ins Dorf. Leider sind die Truhen leer. Hier ist nichts drin. Moment, was zum... Hey Dorfbewohner, was wollt ihr hier? Das ist mein Haus. Verschwindet. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wie unhöflich doch manche Menschen sind. Unzerstörbares TNT. Sollten wir das zünden, dann entsteht Grundstein. Damit kann man die sicherste Base aller Zeiten bauen. Wir selbst kommen nicht mehr rein. Stellt euch vor, ihr würdet damit euren Freund einsperren. Nein, das ist zu gemein. Niemals würde ich sowas tun. Ich will das ausprobieren. Dann Dorfbewohner Verteidigung TNT. Sollten wir das in die Luft jagen, dann entstehen Eisengolems. Davon müssen wir ganz viele zünden. Hier. Jawohl, da geht die Sonne auf. Viele Golems und ein Dorfbewohner. Ein ganz normales Dorf. Golems, meine Fans, fangt mich auf. Ah, wer hat mich gerade angefasst? Ich sehe einfach gar nichts mehr. Ah, dann Poseidon's Wave TNT. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Kannst du deine Nase aus meinem Ohr nehmen? Sollten wir es zünden, dann fängt es an zu regnen. Wir müssen kurz warten und... Bäm, ein kleiner Teich entsteht. Ja, da gibt es doch Schlimmeres, oder? Also das ist ja Kindergarten. Das ist ja gar nichts. Das bisschen Wasser. Die Dorfbewohner sollen sich mal nicht so anstellen. Guck hier, das ist perfekt. Wir haben ein Haus direkt am Wasser. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Haha, ach, ist das herrlich. Da kann ruhig ein Dorf dran glauben. Freunde, gerne würde ich euch jetzt Weltuntergang TNTs vorstellen. Ich bin über eine Woche an diesem Video dran. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die nächstes Mal zeige und ich sie hier auf dem Bildschirm verlinke. Ich werde so schnell wie möglich die nächsten TNTs vorbereiten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Weitere Abenteuer findet ihr auf dem Bildschirm. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Das war euer Sprengmeister, der Le Copa. Bis sofort und Schuss.